Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute IKEA-AG Kionotsu Star. Und Kionotsu Star ist eine IKEA-AG, auf die ich mich immer besonders freue. Das liegt zum einen an den Koi, die hier reingebracht werden. Das sind die besten Zweijährigen, die wir über den Winter im Shop hatten. Also nicht auf der Farm, sondern unten im Shop bei Konishi. Und die richtig, richtig geil sind, die nicht verkauft wurden. Und die gehen dann nach Kionotsu Star. Und da kommen immer wieder Überraschungen raus. Und welche Varietäten drin sind, hängt ganz davon ab, was wurde verkauft, was wurde nicht verkauft. Manchmal sind es viele Gosanke. Letztes Jahr waren es, glaube ich, einige richtig geile Gimrin-Showa auch. Und dieses Jahr, wie Makoto mir gesagt hat, sind es überwiegend Ochiba und Kuchako. Aber ich habe gerade auch schon Kinshowa gesehen. Ich habe, wenn ich es richtig gesehen habe, einen Schüssel gesehen. Der andere Teil, warum ich mich freue auf Kionotsu Star, ist, es ist unser kleinster Naturteich. Ja? Da sind gerade mal 18 Koi drin. 18 Koi nachher im Shop zu fotografieren, dauert 1,5 Stunden. Die IKEA-AG, jetzt macht man ein bisschen gemächlich, auch so 1,5 Stunden. Das ist eine IKEA-AG, die auch ich mal genießen kann. Weil eine normale IKEA-AG, wie zum Beispiel die letzte Tateishi, das können Sie sich nicht mal im Ansatz vorstellen, was das für ein Stress ist. Block machen am Teich, Block machen im Glashaus. Ich will jetzt nicht heulen, oder Sie denken vielleicht gerade, heul leise Kamera. Block im Glashaus, Block am Teich. Block im Glas, Bilder im Glashaus, Bilder schießen am Teich und dann noch 100 und bei Tateishi waren es 120 Koi zu fotografieren. Das ist richtig abartig, das ist nicht nur körperlich anstrengend, das ist auch von der Konzentration, da sitzt man wirklich abends am Abendessen und denkt sich, kann mich bitte jemand füttern. Ja, und ich bin jetzt wirklich super gespannt, vor allem auf die Ochiba. Dreijährige Ochiba ist was richtig Geiles. Zweijährig sind die auch leider undankbar. Nee, die sind nicht undankbar für die Ochiba. Ist es ein bisschen schade, dass die Zweijährig ihre wirkliche Schönheit noch nicht so entfalten können. Gerade wenn sie im Naturteich waren, sind sie oft vom Braun. Guten Morgen, Sascha. Morgen. War gerade die Frage des Tages, soll ich Warthose anziehen? Nö, lass sie die Fische selber hochtragen. Sascha hilft jetzt aber gleich. Wunderschön grünes Wasser. Und dreijährig sind sie dann schon ein bisschen farbstabiler. Und da sehen wir einen Kuchaku, wir sehen einen Showa oder Kinshowa. Wir sehen alles. Ach, eine Ende. Ano, Ahiruwa, Maitoshi, ne? Kokonisundiru. Also Christian sagt auch, unten unterm Futterautomat sitzt ein Ende. Und Christian sagt auch, die lebt hier jedes Jahr. Das hat sie sich verdient. Leben am Naturteich. Ohayou gozaimasu. Morgen. 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 Die da war? Morgen. Yasumi? Da steht die da, Yasumi? Achso. Also, Dide ist heute nicht dabei. Die Kinder haben Sportfest. Demoni Honshin wa Amari Yasumi wa nai, ne? Zuto hatareiteru. Ich wundere mich gerade, Japaner haben normal keinen Urlaub. Also, die haben auch wie wir gesetzlich 20 Tage Urlaub in jeder japanischen Firma. Aber es ist eigentlich so, dass man den Urlaub nicht nimmt. Und wenn man den Urlaub nimmt, sagt man dem Chef eigentlich, dass es einen nicht mehr interessiert, was hier abgeht. Das ist jetzt leider kein Spaß, was ich Ihnen sage. Man kann sich für die Japaner nur wünschen, dass sich diese Kultur mal ein bisschen ändert. Man muss nicht gleich zum Thema Work-Life-Balance kommen, aber Urlaub hat doch jeder verdient. Also, hier geht's gleich los. Ich bin gespannt. Also, während die Herrschaften da drüben noch frühstücken, sozusagen nichts tun, ganz rechts außen Frank, daneben Valentina, ganz links Sascha. Frank und Sascha wirken wie so Bodyguards, Close Protectors. Geil, oder? Wegen den Bären. Ich habe gerade mit Makoto hier die Koi angeguckt. Und das, was heute zurückkommt, können Sie sich wirklich freuen. Er hat sogar schon den Verdacht geäußert, der Kuchaku, der hier auftaucht, dass der auf der Wakagoi, auf der All Japan Young Koi Show, gewinnen könnte. Er sagt, Jodoi! Genau richtig, aber schauen Sie sich die Ochiba an. Mega geil. Hier der dunkle Ochiba, ein Hammer. Aber auch der Tanshu Kuchaku haben wir dieses Jahr schon ein Ausnahmetier. Und er hier, die Mamme, ein absoluter Traum. Da schwimmen sie jetzt alle nebeneinander, die Champs. Voll geil.
Wir sind wirklich gespannt. Ehren Kinrin Ochiba. Auch geil. Ich habe es gerade mit Makoto gehabt. Also wir haben ja vielleicht 2005 oder so, 6, 7, kam Kyonotsushita dazu. Den hat Konishi gebaut. Und das Ergebnis hier war eigentlich immer gut. Schauen Sie mal den Kinshova an. Voll geil. Tanshu Kochaku. Ich habe es mit Makoto davon gehabt, das Ergebnis hier war eigentlich immer sehr gut. Boah. Also der Tanshu Kochaku. So, die Jungs haben sich dann doch irgendwann mal dazu entschlossen, das Netz heute noch zusammenzuziehen. Und ich freue mich gerade richtig auf den Tanshu Kochaku. Ich habe gerade die Prognose abgegeben. Wir haben ja aus Yamaguchi schon einen gigantischen dreijährigen Tanshu Kochaku abgefischt. Und ich habe gerade die Prognose abgegeben, dass der hier noch besser ist. Nicht ganz so groß. Der andere war ja 78 cm. Und das ist natürlich die obere Grenze, was das Wachstum für einen dreijährigen Kochaku angeht. Aber er hier wird vielleicht ein bisschen kleiner sein. Körper sieht mega geil aus. Und ich gebe die Prognose ab, dass der hier wirklich der bessere ist. Sascha, du hast übrigens die Highspeed-Hose an. Da passiert nichts, wenn du ein bisschen schneller läufst. Kommt aus dem Formel 1 Rennsport. Carbonfasern etc. Ne, probier mal, passiert echt nichts. Beweg dich mal. So wird aus dem Statist ein Dynamist. Sascha, ich sehe dich, du bewegst dich nicht. Okay. Machen wir so. Hast du Rückenschmerzen? Warum habe ich gewusst, dass sowas kommt? Ich frage nur. Ich fange die Ende, okay? Du fängst die Ende, okay. Oh, die ist ja mittendrin. Die hat gerade echt Stress, die schwimmt gerade zu Chris an. Hilf mir! Jetzt ist sie bei Makoto da hinten, da taucht sie gerade auf. Aber er hat recht. Da schwimmt die Ente. Ich habe gerade den Jungs hier gesagt, die Ente ist wie ich. Die kann laufen, schwimmen und fliegen, aber irgendwie nichts richtig. Jetzt taucht sie gleich wieder auf. Achtung, 3, 2, 1. Achtung, hinter Makoto taucht sie auf. Zack, hier ist sie. Ohne Witz. Über 20 geile Koi und wir kümmern uns nur um die Ente. Ey, ey. Die ist wie Dobby. Von Friedel, der Hund, der denkt auch, er ist ein Koi. Wir bringen Friedel. Du weißt, Dobby, hast du den Blog gesehen? Der kleine weiße West Highland Terrier, der denkt, er ist ein Koi. Der schwimmt den ganzen Tag im Teich. Bis zu 3 Stunden. Sascha, nicht, dass ich dir jetzt Panik machen möchte, aber ich habe eine neue Studie gelesen, da hieß es, wenn man länger als 3 Stunden auf der gleichen Stelle im Schlamm steht, dass man dann immer rauskommt, das saugt sich irgendwie fest, das sind irgendwie so Saugeffekte. Sascha? Ich gebe dir auch gleich Saugeffekte. Aber die Ente, die weiß echt nicht, dass man aus dem Netz raus kann. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Arme Ente. Also Akimoto hat die Ente jetzt gefangen. Ich habe gesagt, fangt sie jetzt bitte. Ich kann das nicht mehr mit angucken, wie die sich da abquält und Angst hat. Aber wie ruhig die jetzt ist. Ente gut, alles gut. Moichi do. So, Kuranishi hat echt Mut. Okay. Hallo Ahidu. Hallo. So. Hier geht der Transport los.
Tanja Kutschaku war gerade eben schon. Und sie waren völlig begeistert. Dann habe ich gesagt, und ist er besser als der aus Yamaguchi? Dann kam der typische Spruch, er ist von einem anderen Typ. Ja. Von einem anderen Typ Kutschaku, geil. Die Ausrede muss man auch erstmal kommen. Eine wirklich gemütliche Ikea-Hage. Macht richtig Laune. Schauen wir mal, was Abikunda. Ups, da ist ja Sascha. Und wie ist die Carbonfaser-Badhose? Super Sache. Ist eine super Sache. Also wenn Christian Ine sagt, dann wissen wir, dann ist wirklich Ine. Schau dir Uwe. Der ist aber mal richtig geil. Schau dir mal den Christian. So, hier kommen jetzt die letzten. Ein Traumarutenshu-Sui. Sascha, den hast du ganz toll getragen. Wenn man lobt, ist nichts. Wenn man nicht lobt, ist auch nichts. Was so gut. My friend, how much money you want for this? Mega. Hat er einen Biki? Wakaran. Jetzt kommt ein Kinshova. Auch sehr geil. How much, my friend? Mago, Maru kara, Chumade. So nani warakuwa nai, ne? Das ist das. Hier kommen so kleine Schätzchen raus aus Kionotsushita. Korora mui. Shitsu mui. Aber wenn Christian zu meiner Bewertung nichts sagt, Christian Ichiban Itokoro wa? Korora? Tatan? Hey. Oh, warte mal. Nächste schöne Schüssel. Warte mal, kakui. Ne? Ja. Wir machen hier Volume, Mama, ne? Also das Volumen, was sie aufgebaut haben, ist auch gut heute. Jetzt kommt noch ein Kutschaku, den schauen wir uns noch an. Und dann schauen wir uns später gemeinsam im Shop die Koi an. Keiner sagt was. Karada Shitsu Moyo Igai. Igoi. Mo Igoi. Itategoi, ne? Also hier ist die Mami noch nicht so rausgedrückt, aber sie ist am Kommen überall. Und ist ein wirklich toller Tategoi. Ich habe gerade gesagt, außer der Körperform, der Zeichnung und der Farbqualität, ist es ein guter Koi. Zumindest schwimmt er. Hey. Hey! So, ich glaube, für die paar Koi
Wie war euer erster Eindruck von der ersten IKEA-AG? Super. Ihr seid noch todmüde, gell? Geht schon. Geht's? Die frische Luft tut gut, gell? Nachher im Auto werdet ihr tief schlafen. Also, tolle IKEA-AG, tolle Koi. Freue mich schon, die im Shop nachher genauer anzuschauen. Machen Sie es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und schalten Sie mal wieder rein. Bis dann. Ciao.